Castingshows gibt es viele. Da werden die besten Sängerinnen gesucht, die besten Tanzpaare, die besten Chöre und die schönsten Models. Aber noch nie wurde ein Casting für Kunstprojekte veranstaltet, zumindest nicht im Burgenland, bis jetzt. Die Kulturabteilung des Landes hat so ein Casting jetzt im Oho in Oberwart abgehalten. Für die Gewinner gab es Kulturförderungen von insgesamt 40.000 Euro. Wie das abgelaufen ist, zeigt Eva Hillinger. Im offenen Haus Oberwart treten Künstlerinnen und Künstler aus verschiedensten Bereichen an, um Unterstützung für ihre Projekte zu bekommen. Arbeiterkammerdirektor Thomas Lehner, ORF Burgenland Kulturredakteurin Silvia Freudensprung-Schöll, Kulturmanagerin Petra Werkovic und der Medienkünstler David Kleindl bilden die Jury. 5 künstlerische Vorhaben werden vorgestellt. Josef Danner plant eine Plakataktion, um Kunst im öffentlichen Raum wahrnehmbar zu machen. Das Oho möchte mit Videoprojektionen das Oberwarter Hochhaus optisch verfremden oder ganz verschwinden lassen. Man muss sich dann das vorstellen, das ist dann wirklich das Hochhaus. Also wir meinen schon das Hochhaus da draußen. Ja? Der Bildhauer Paul Mühlbauer und der Grafiker Egon Griesmann wollen als Shadow Boys die Schatten von Figuren zum Leben erwecken. Mit 77 Jahren ist man eigentlich jung und ist man old. Theaterfrau Karin Schäfer braucht Geld für ihre nächste Figurentheaterproduktion nach Motiven von Pablo Picasso. Und die Musikgruppe Peppis Bagage möchte mit einer Burgenland-Tour die heimischen Wirtshäuser vor dem Aussterben bewahren. Jedes Projekt soll in 10 Minuten vorgestellt werden. Danach sind auch noch Fragen der Jury zu beantworten. Der neue Fördervergabemodus kommt im spärlichen Publikum nicht überall gut an. Der Protest bleibt aber stumm. Naja, es war jetzt einmal ein Experiment, das sicher irgendwie den Zeitgeschmack auch trifft. Es war schon schwierig für uns in so kurzer Zeit das zu entscheiden und nur aufgrund der Präsentationen, der 10-minütigen Präsentationen mit ein bisschen Fragen und so das zu entscheiden, war jetzt nicht ganz einfach, aber wir waren uns recht schnell einig. Uns ist es auf die künstlerische Qualität angekommen, auch auf das innovative Element der einzelnen Projekte, auf die Umsetzbarkeit, auf die Realisierbarkeit, und die hat natürlich auch mit der Finanzierbarkeit zu tun. Und ein kleines Element war dann auch natürlich die Performance, die heute am heutigen Abend bei der Präsentation gezeigt worden ist. Am besten erfüllt nach Meinung der Jury Karin Schäfers Figurentheaterprojekt diese Kriterien. Sie bekommt 20.000 Euro für die Realisierung zugesprochen. Also es ist wirklich eine Überraschung gewesen. Ja, ich bin wirklich sehr beflügelt jetzt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Über 10.000 Euro Zuschuss für das Verschwinden des Hochhauses kann sich das Oho freuen. Die restlichen 10.000 teilen sich auf die übrigen 3 Projekte auf.